Todkranke Menschen vor ihrem Lebensende auf einer letzten Fahrt zu begleiten, stellen sich Außenstehende vor allem als eine schwere, belastende Aufgabe vor, bei welcher ständig nach den richtigen Worten gesucht werden muss, um den Kranken zu trösten. Erstaunlicherweise berichten uns die Ehrenamtler des Wünschewagen von völlig anderen Erfahrungen, die sie auf solchen Fahrten gemacht haben. Die wichtigste Erfahrung sind, dass, hier nicht nur auf den Fahrten eine gedrückte Stimmung herrscht, sondern durchaus lachen wir viel mit den Gästen, mit den Angehörigen. Es gibt natürlich auch viel traurige Momente, aber es ist auch wirklich oft eine schöne Stimmung, muss man sagen. Also ich mache das jetzt seit 2015, habe jetzt 20 Fahrten gemacht und 10 sind ausgefallen, sonst hätte ich 30 schon gehabt, aber da war der Gast, der Gesundheitszustand hat sich verschlechtert oder verstorben. Und meine Erfahrung ist, dass der Gast sich ganz intensiv auf das Ziel freut, was er als Wunsch hatte, weil damit ja sehr, sehr viele Dinge verbunden sind für ihn. Ich hatte auch anfangs immer gedacht, Tod würde Thema sein, aber Tod ist so gut wie bei meinen Fahrten nie vorgekommen. Diese Fahrten bestehen zu so viel mehr aus Glück und Dankbarkeit, und zwar bei allen Beteiligten, dass es schwere Momente gibt. Und wenn, dann ist es genau diese Mischung aus Lachen, aus Weinen, die es so besonders macht. Das ist so und das muss auch so sein, dass ich wirklich jedes Mal das Gefühl habe, ich bin genauso beschenkt. Die Menschen öffnen sich einem, man erfährt wirklich viel von Menschen. Und das ist so eine besondere Mischung, die uns im Alltag verloren geht. Und und es erinnert mich einfach jedes Mal daran, wie dankbar ich sein kann für die Fülle des Lebens. Wir haben mit Amelie Hecker vom Arbeiter-Samariter-Bund gesprochen, die dort als Projektleiterin den Wünschewagen koordiniert und steuert. Sie hat uns berichtet, dass ihr derzeit ca. 200 Ehrenamtler zur Verfügung stehen und dass sie eher keine Nachwuchssorgen kennt. Na, also wir haben momentan tatsächlich den Luxus, das nehme ich auch so wahr, dass die Menschen auf uns zukommen, dass die Menschen uns fragen, wie sie bei uns ehrenamtlich tätig werden können. Und deswegen haben wir momentan, wie gesagt, den Luxus, dass wir jetzt nicht groß rekrutieren müssen. Das war zu Anfangszeiten des Projektes natürlich anders. Das Projekt spricht sich aber so gut rum, dass die Menschen wirklich aktiv sich an uns wenden. Und ich habe auch den Eindruck, dass gerade die Pandemie für uns auch nochmal einen großen Wert gibt, weil einfach viele Menschen sich nochmal an uns wenden, ne, weil sie das Gefühl haben, jetzt nochmal aktiver zu werden vielleicht. Grundsätzlich sollten ehrenamtliche Fahrtbegleiter mindestens Empathie für die Fahrgäste mitbringen. Jedoch ist es so, dass zwangsläufig bestimmte Qualifikationen bevorzugt werden. Also im Grunde heißen wir jeden bei uns im Wünschewagen-Team, im Ehrenamtsteam willkommen. Es ist allerdings so, dass unsere Wunschfahrten immer begleitet werden oder begleitet werden müssen von einem Rettungssanitäter ehrenamtlich und einer Pflegefachkraft ehrenamtlich. Das heißt, wenn man aus dem einen oder aus dem anderen Bereich kommt, ist man per se qualifizierter, beim Wünschewagen tätig zu werden. Es ist aber auch so, dass wir auch Begleiter einsetzen als dritte Person. Häufig ist es auch so, dass die Motivation der Ehrenamtler, sich für den Wünschewagen zu engagieren, aus den Erfahrungen ihres Berufslebens erwächst. Es hat mich deshalb so angesprochen, weil ich eben in meinem Berufsleben, ich habe im ambulanten Hospizdienst als Koordinatorin gearbeitet und war schon dort mit letzten Wünschen konfrontiert. Und habe schon da die Erfahrung gemacht, wie schwierig das einfach ist, die umzusetzen. Weil es eben oft an diesem Nadelöhrtransport scheitert. Und als ich dann davon gelesen habe, habe ich gedacht, das ist es, das ermöglicht diese letzten Wünsche.
Also sie hat mir es erklärt, um was es geht, was meine Aufgabe dabei sein könnte. Und da habe ich gesagt sofort, das reizt mich, weil ich zum einen meine eigene Profession mitbringen konnte. Ich bin Kinder- und Jugendpsychotherapeut und diese Erfahrung, auch Krisenintervention und diese Dinge, die waren mir ja sehr bekannt, die kann ich gut einbringen. Und aber noch ein anderer Grund war, weshalb ich mich ganz spontan dazu entschlossen habe, ich war ja schon mittlerweile Rentner, und ich wollte mich auch mit dem Thema Tod auseinandersetzen. Auch wenn die Ehrenamtler ihren Dienst gerne machen und selbst auch Befriedigung durch ihre Tätigkeit erfahren, vereinzelt bringen die dort gemachten Erfahrungen auch ein gewisses Maß an Belastung mit sich, wie aus den Berichten unserer Gesprächspartner hervorgeht. Ja, Belastung ist es für mich ganz selten. Wohl, wenn Kinder mit im Spiel sind, entweder als Gäste oder als Angehörige, und noch wenn der Gast so eine gleiche Lebenssituation ist. Also ich sage jetzt mal eine Frau in meinem Alter, Kinder so etwa so alt wie meine, das greift mich dann manchmal schon an, ja. Also für mich war sehr bedrückend eine Fahrt, und zwar eine 70-Jährige, die mehrmals in der Woche zur Bestrahlung ging und jedes Mal nach der Bestrahlung normalerweise nach Hause ging. So. Das letzte Mal war es aber so, dass sie nach der Bestrahlung gar nicht mehr nach Hause konnte, sondern direkt ins Krankenhaus verblieb und dann anschließend in Hospiz. Das heißt, sie hatte keine Chance mehr, Abschied nehmen von zu Hause, weil sie ja dachte, ich komme nach der Bestrahlung wieder nach Hause. Und da hat sie uns gebeten, zu ihrer Wohnung sie zu fahren, damit sie Abschied nehmen konnte. Und das haben wir dann auch getan und haben uns dann für 2 Stunden zurückgezogen, sodass sie für sich Abschied nehmen konnte. Und danach haben wir sie wieder ins Hospiz zurückgebracht. Für den potenziellen Notfall bietet der Wünschewagen den Ehrenamtlern aber auch eine gewisse psychologische Betreuung an. Wir haben in unserem Ehrenamtsteam einen Notfallseelsorger, der seit Beginn dabei ist. Ich muss aber sagen, dass sein Dienst oder sein Angebot meiner Kenntnis nach noch nicht angenommen worden ist. Ich denke, das liegt daran, dass aus dem, was du gerade auch schon beschrieben hast mit den Personen, mit denen du gesprochen hast, dass aus dieser Tätigkeit ganz, ganz viel Persönliches gezogen wird. Und ich glaube, dass auch ganz besondere Menschen bei uns ehrenamtlich tätig werden, die vielleicht in ihrem Leben auch Dinge schon erlebt haben und aus dieser Kraft sozusagen heraus diese Wünsche erfüllen können und von Berufswegen natürlich auch schon viel geschult sind. Wichtig für die Ehrenamtler ist aber auch, dass die Familie und das private Umfeld Verständnis aufbringen. Ich kriege vor allen Dingen Unterstützung. Also von meinem Mann, der ja dann auch oft viele, viele Stunden auf mich verzichten muss. Also so eine Tagesfahrt, oder ich mache viele lange Fahrten auch über mehrere Tage. Das geht auch nur, wenn der Partner da mitzieht. Gleichermaßen, wenn mal irgendwo im Freundes- oder Bekanntenkreis das zum Thema kommt, dann ist es schon so, dass mir auch begegnet, dass die Menschen mir sagen, oh, das könnte ich nicht. Meine Erfahrung ist, dass die Fantasie immer viel schlimmer ist als die Realität. Und dass da einfach Menschen sind, die Menschen begegnen, mehr ist es nicht. Ich höre schon manchmal dieses, das könnte ich aber nicht, aber das kann ich auch gut verstehen, ne? Weil, und ich sage dann immer, ach, das ist nicht nur todtraurig, dass wir alle heulen, das ist auch wirklich eine schöne Sache. Ja, ein sehr beglückendes Erlebnis war, eigentlich sind die meisten sehr beglückend, aber das ist mir besonders in Erinnerung, und zwar eine Fahrt über den Baldeneysee. Und das war eine Dame, die auch einen Motorschiff-Führerschein hatte. Und da bin ich ganz spontan zu dem Kapitän gegangen von der Weißen Flotte und habe ihnen erzählt, was wir sind und so weiter und so fort. Und dann hat er ihr erlaubt, die Weiße Flotte für einen Moment zu steuern. Und das fand ich so fantastisch und hat natürlich unserem Gast ganz besonders toll gefallen. Und zuletzt habe ich unsere Gesprächspartner noch gefragt, ob sie, sollten sie auch einmal in die Lage kommen, den Dienst des Wünschewagens auch gerne in Anspruch nehmen würden. Wenn ich irgendwann in einer palliativen Situation bin, dann hoffe ich, dass die lange Zeit beim Wünschewagen davor dazu geführt hat, dass nicht mehr so viele, wahnsinnig viele Wünsche übrig sind und offen geblieben sind, dass ich meine Lektion so daraus gelernt habe.
Aber wenn es noch einen offenen Wunsch gibt, dann definitiv. Auf jeden Fall. Weil dieses Projekt ist ein Geschenk.